Und so schnell kann man sich die Tapete runterreißen. Ja, voll die. Eigentlich schon morgens. Aber zu früh morgens. Also sage ich jetzt trotzdem mal guten Morgen. Ich reiß mir gerade die Tapeten runter, weil ich dachte so, scheiß drauf. Und ich YOLO. Hätte übel YOLO. Ich mache jetzt meine Tapeten runter. Ach, so eine. Ja, die denkt sich jetzt auch gerade YOLO. Die will jetzt auch mitmachen. Ich werde so die Füße auf die Fresse. Ja, das war knapp, gell? Ich glaube, sie denkt, das wären irgendwelche Fliegen oder so. Meine Nägel, die ich reingehauen habe, die werde ich jetzt auch entfernen. Hätte ich nicht gedacht, du. Fertig. Weil Lamia und Sammy sind eigentlich erst vor ein paar Minuten gegangen und ich reiß mich schon die Tapeten runter. Mila, du musst nicht alles immer nachmachen. Das ist nur was für Erwachsene. So eine Hohle, ey. Die wird noch runterfallen, glaub mir. Mein Zimmer sieht ganz anders aus irgendwie. Also ich meine der Teil. So. Ich muss ja erstmal die ganzen Sachen abhängen. Meinen Schreibtisch nach hinten tun. Also es könnte dauern. Ich zeige euch einmal, wie es am Ende aussieht. Es fehlt nur noch dieses kleine Eckchen hier. Aber ich komme nicht dran. Ich bin zu klein. Deswegen weiß jetzt nicht. Liebling. Und die Katzen. Gut, ich versuche es jetzt wegzumachen. Ja. Guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden und haben heute zusammen geschlafen. Yes. Und Anna hat heute Morgen Nasenbluten gekriegt. Das Blutmassaker. Jetzt ist sie unter der Dusche. Die kleine Mila liebt ihren Katzenbrunnen. Gell, der kleine Mami, du liebst dich. So. Plan für heute. Anna wollt ihr Zimmer streichen. Oh. Und deswegen gehen wir heute zum Baumarkt und holen ein bisschen Farbe. Davor treffen wir uns aber noch mit Leo und essen ein bisschen mit ihm. Verbringen seine Mittagspause. Ich glaube, Anna hat mich angesteckt. Weil ich fühle mich so kränklich. Are you kidding? Wir sind jetzt gerade beim Baumarkt. Und ich hasse es. Ich hasse es voll, wenn ich einen Stein im Schuh habe oder so. Oh fuck, ey. Das ist so spitz. Ich habe keinen Euro. Ich habe auch keinen Euro, Anna. Wir müssen die zwei starken Frauen her. Wir suchen jetzt gerade Tapeten aus. Und Anna kann sich nicht entscheiden. Eigentlich wollten wir eine Farbe holen. Aber eigentlich ist es am besten, wenn man drüber tapeziert. Weil das Muster in der Wand ist jetzt nicht so geil, gell? Ja. Das sind halt so Streifen. Guck mal, so Harald Glückler-Style. Ja, ja, perfekt. Nee, aber ich wollte eigentlich entweder das hier. Lol, das wackelt voll. Alter. Ach, ja, das so noch. Nee, das sind Rollen dran. Oh, Leute. Das ist, glaube ich, genau die Farbe, die ich ausgewählt habe. Farbton, ja, aber du wolltest ja hauptsächlich die Dings, damit du alles einmal machen kannst. Ja, eben. Das ja, sieht auch nicht gut aus. Echt, findest du? Ich finde irgendwie schon. Ich finde die Farbe zu dunkel. Ich würde die hellere nehmen. Die helle dort? Mhm. Voll das Chaos in meinem Zimmer. So, richtig chaotisch und ich bin irgendwie zu faul, meine ganzen Möbel nach vorne zu machen. Deswegen, ich glaube, der Platz reicht mir zum Tapezieren. Ich habe jetzt diese Dinger gemacht, weggemacht von der Steckdose und ich habe irgendwie immer voll so Paranoia, dass ich einen Stromschlag kriege, aber ich werde jetzt den Strom ausschalten bei mir im Zimmer. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Voll die. Also würde ich noch bei meiner Mama wohnen, hätte sie gesagt, nein. Hey, eigentlich kann ich Mama fragen, ob sie tapeziert. Die macht das voll gern. Ja, egal, auf jeden Fall, ich mache das jetzt mal. Ich hoffe, das passt von der Farbe.
ja. So, Anna hat schon mal angefangen, die erste Tapete drauf zu machen. Aber es ist viel schwerer als deine alte, gell, dran zu machen, oder? Nee. Echt? Und die andere war dicker? Ja, aber eigentlich ist es nicht schwerer. Die ist aber also dunkler, als ich gedacht hätte. Ja. Gell? Aber find's gut, oder? Ja. Bis jetzt finde ich gut. Dann haben die Katzen jetzt im Wohnzimmer eingesperrt, weil die sonst in Kleister reinspringen würden oder die Tapeten kaputt machen würden, deswegen. So, ja, so. Und ich bin gerade auch am Zimmer aufräumen. Also nicht umbauen, sondern nur aufräumen. Mein Zimmer sieht irgendwie gerade voll Chaos überall. So, und ich glaube, ich fange auch jetzt mal an, die ganzen Schubladen umzuräumen, weil ich habe irgendwie, hier habe ich halt ein paar Sonnenbrillen drin. Ich glaube, das tue ich nicht. Ja, was ist das? Voll die Uhrenkollektion. Ja. Da habe ich nur Scheiße drin, die ich einfach nur da reingebracht habe, damit mein Zimmer ordentlich aussieht. Was ich mir noch überlegt habe zu machen, ist so eine, ich nenne die immer Tumblr-Girlande. So ganz bunte, die sehen aus wie Pompons. Die mache ich mir dran. Sauber, wuhu! Das letzte Mal habe ich hier Sphinx-Katzen gekauft. Aufgeräumt, frisch gewischt, Boden glänzt. Ja, so soll es sein. Peace out. Annas Zimmer ist fertig. Ja. Beziehungsweise, nee, also eine Wand ist jetzt fertig. Sieht schon mal erwähnen. Wenigstens besser aus. Sieht schon mal besser aus als davor, finden wir. Jetzt macht ihr noch die Wand. Die Wand. Ist so dreckig. Schauen gerade Germany's Next Topmodel an. Warum stellt sie sich so an? Sind nur lila Haare. Mann, ey, wir gucken gerade das Umstyling. Und wir haben auch letzte Woche ein Umstyling. Also. Ich könnte dir am liebsten in die Fresse reinspucken. Das hat sie jetzt nicht in Ernst gesagt. Wer? Wieso? Also, wenn ich dir jetzt nicht, dann würde ich ihr am liebsten in die Fresse reinspucken. Guck mal, man muss mittlerweile nicht mal meine Frage beantworten. Vor allem dieser Moment, wenn man GNTM guckt und dann sich voll frisst. Man muss da nicht mehr meine Frage beantworten. Nee, man muss einfach nur Model sagen. Model! Gosh, gewonnen! Nicht mal mehr so eine billige Frage, Alter. Soll das, ist es nicht die. Ah ja, das steht. Was? Was? Hä, bei ihr wurde doch nichts verändert, bei der, wie heißt sie, Julie? Oder wurde was verändert? Ich check's nicht ganz. Achso, die hatte schon. Aber die dunklere Haarfarbe finde ich stand ihr besser, dieser Juli. Ja, es geht hier nur um GNTM. Oh Gott, die Lena. Ich bin schon groß und vier. Komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Katharina. Groß ist die Welt und schön. Es gibt so viel zu sehen. Viel zu entdecken mit Katharina. Was ihr hier seht, ist spannend und neu. Und Anna und Leo sind immer dabei. Kennst du noch das mit dem Strauß? Ja, wo. wo immer den Kopf. Und dann. Der Bruder. Und der kleine Bruder lachte. Das waren immer die, das sind immer diese Kinderserien, die. Vor der so um sechs habe ich sind wir im Auge gestanden, haben gleich auf Nick eingeschaltet und dann. So zum Wachwerden. Dann kam auch Wonder Pet. Ah, Dora. Ja, Dora auch. Dora war's besser, die hat immer gefragt am Ende. Und was hat euch am besten gefallen? Na, du kannst sagen, was du willst. Durchfall. Ja, das fand ich auch gut. Sehr gut. Wir fischen schlau. Wir sind blau. Der ist schon immer so dumm auf der Stelle gerannt, so. Ja.
Blues Clues. Wir spielen jetzt Blau und Schlau. Das ging irgendwie sowas. Und dann gab es auch das große blaue Haus mit dem... Mit Luna. Wo er immer mit dem Mond... Ich frage mich, ob ihr jetzt... Glaubst du, eure Zuschauer kennen das noch? Ja. Schreibt mal rein, kennt ihr das noch? Wie geht das Lied nochmal? Boah. Was? Ja, die haben immer ein Lied gesungen, der Mondtunnel. Na, ja, das auch... Nee, aber das Anfangslied. Von dem... Mhm. Blaue Haus. Irgendwas mit hier im großblauen Haus. Nee, ran mal, rein mal halb. Ja, wie geht auch, oh, wie das geht, war so eine Mädchenserie. Na, wie ging diese? Ich muss jetzt das Lied. Lachen und träumen, das kann ich nicht mehr. Nur Einsamkeit. Mit der Sonne, ich sing mit Stern. Schala, ey, schala. Gib niemals auf, Liebe. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr damals immer so angeguckt habt oder was ihr immer noch guckt. Also würden die Sendungen heute noch laufen? Ich würde die ganze Scheiße noch gucken. Ja, aber irgendwie läuft es nicht mehr. Heutzutage, oder ich habe es nicht mehr gesehen. Weißt du, was früher das Gute bei den Serien war? Wenn du die geguckt hast, da ging es immer um irgendwas. Am Ende hast du immer was gelernt. Mhm. So, keine Ahnung, Freundschaft ist wichtig und so ein Quatsch. Heutzutage siehst du nur mitten im Leben irgendwelche Assis am Rumharzen.